Ja, Ivo, schön, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview mit goldenekamera.de. Verrate uns doch mal kurz was über die dritte Staffel von der Club der Roten Bänder. Was passiert? Wird's noch emotionaler? Also ich würde mal sagen, nach der ersten Staffel haben wir uns gedacht, wie sollen wir es weitermachen? Und dann kam die zweite Staffel und wir dachten uns, krass. Und dann wurde die dritte Staffel wieder angesetzt und es wurde gesagt, was soll jetzt noch kommen? Und jetzt ist es schon wieder so krass. Also es ist schon wieder... die Geschichten gehen in eine ganz andere Richtung, es kommt immer was Neues, es wiederholt sich nichts und es wird auf jeden Fall spannend. Ich will noch nichts vorweggreifen, aber es ist wieder etwas komplett Neues und wir haben es gelesen und dachten uns, okay, krass, cool. Welche Erfahrungen hat die Serie und der Dreh dir persönlich mitgegeben, die dir für dein Leben hilfreich sein werden in Bezug auf Leben und Tod? Also für Toni ist Tod direkt nichts Schlimmes, weil er nicht das Gefühl hat, dass Leute wirklich gehen. Und so ist es ja auch im echten Leben, sie bleiben immer irgendwie bei uns. Und wir wenden uns trotzdem immer noch weiter an diese Leute irgendwie. Und sie sind, wenn wir sie so in, ich weiß nicht, ich würde mal sagen, energetisch zu uns holen, sind sie immer noch da. Und so ist es auch für Toni. Ich würde über Leben und Tod... Ich glaube... Was ich durch die Rolle Toni auf jeden Fall gelernt habe, ist, jeden Moment zu nehmen, wie er ist und gedanklich nicht immer alles zu hinterfragen, sondern im Moment da zu sein und wenn es ein Problem gibt, in dem Moment, im jetzigen Moment anzunehmen, dieses Problem und es zu bearbeiten. Ihr seid bestimmt durch drei Staffeln auch sowas geworden wie eine Art von in Anführungszeichen Familie, oder? Auf jeden Fall. Es ist ein unglaubliches Geschenk, über 3 Jahre hinweg, über 4 Monate immer wieder miteinander Zeit zu verbringen. Und diese ganzen Veranstaltungen und der Erfolg der Serie hat uns unglaublich zusammengeschweißt, weil wir diese ganzen Erfahrungen zusammen gemacht haben. Und ja, es ist noch für mich unvorstellbar, nächstes Jahr nicht wieder mit diesen ganzen Leuten so zusammenzuarbeiten. Aber wir persönlich haben in der nächsten Drehblockpause auch vor, zusammen nach Italien zu fahren und da unseren eigenen Abschluss zu finden. Aber der wird nicht endgültig sein, auf gar keinen Fall. Danke fürs Interview. Gerne.